Ja, hallihallo, willkommen bei den Hopfenjüngern. Mein Name ist Johannes. Willkommen auf dem 8. Trierer Bierfestival. Okay. Neben mir steht Dr. Andreas Kniffke. Hallo, hallo zusammen. Biersommelier seines Zeichens vom Plesus Garten und wir feiern jetzt das 8. Trierer Bierfestival. Genau. Das eigentlich könnte man sogar sagen, es ist das 9. Aber das eine werden Corona zählen, wenn ich will. Das war ja ein Tastival und kein Festival. Also, 8. Trierer Bierfestival. Wie viele Brauereien haben wir hier am Start? 15 Brauereien. 15 Brauereien? Wie viele verschiedene Biere gibt es? Ich habe nicht gezählt. Ich gehe davon aus, du hast dich schon alle durchgetrunken. Natürlich nicht. Also, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir haben ein paar spannende Neuzugänge dabei. Sudden Death ist neu dabei. Wir haben uns schon sehr gefreut, dass wir zum ersten Mal hier sind. Und The Sisters Brewery aus Utrecht, aus den Niederlanden. Wilfran mit seinen 14 verrückten Barrel Age, Barley Wine, Saison. Fast alles über 10%. Also ein Fest auch für die Hopfenjünger. Hört sich gut für uns beide an. Auf jeden Fall. Ja, also, mal gucken, ob ich das Video heute noch rausgehauen bekomme. Das ist ja soweit schon mal der Plan. Ansonsten kommen montags dann wieder die Outtakes. Also, ich hoffe, kommt vorbei. Wenn ihr vorbeikommt, haut uns an. Ich hoffe, wir sehen uns und viel Spaß. Cheers. Jetzt stehe ich schon bei der ersten Brauerei hier. Ich bin bei Bachs. Genau. Bachs aus dem Saarland. Aus Neunkirchen. Ja, also Julian Bach ist hier, der Chef, Inhaber, Brauer. Alles Mögliche. Brauchst du auch? Ja, alles. Mädchen für alles. Mädchen für alles. Aber du hast auch schon Angestellte, oder? Ja, mittlerweile schon, ja. Lässt sich immer alleine. Oh ja, jetzt ja. Da müssen wir mal hier mal andersrum. Geil. Oh, was ist das denn? Das ist ein Spezial hier vom Stand Lehmann von Innehill, muss ich unbedingt probieren. Ach so, das ist gar kein Bier von euch. Ja, es ist Basis von uns. Tatsächlich ist ein Collab. Ein Collab? Genau. Das sieht ja aus. Okay, also, aber du hast auch Bier dabei. Ja, sicher, klar. Wir haben jetzt hier extra für das Trierer Bierfestival haben wir 3 neue Biere gemacht. Die haben wir jetzt hier mitgebracht, das ist quasi Release. Keiner hat es vorher getrunken oder gesehen oder weiß irgendwas davon. Das heißt, die Etiketten sind heute Morgen angekommen erst. Das heißt, es ist total frisch und brandneu. Wow! Einer unserer besten Mitarbeiter ist tatsächlich der Grafiker, also an dieser Stelle lobend erwähnt. Was haben wir dabei? Ich habe ein Hazy IPA dabei, das passt schon bodenständig. Dann haben wir ein Milkshake IPA dabei, was natürlich mega geil ist, $5 Milkshake. Dann haben wir Slametta dabei, das ist ein Chocolate Coffee Stout. Wieder super viel Zutaten drin, die weit weg vom Reinheitsgebot sind. Aber wen interessiert es? Es geht hier einfach um Spaß. Wieso? Was ist da drin? Kaffee und Schokolade. Kakaonips, Vanilleschoten, Laktose teilweise. Also coole Sachen auf jeden Fall. Und 9% sehe ich. 9%. Also auch Imperial. Absolut, ja. Also 9% war das Minimum. Wir wollten eigentlich ursprünglich immer 12 geplant, aber das hat die Anlage dann leider nicht hergegeben. Ah. Gut, beim nächsten Mal wissen wir, wie wir das verändern, aber ja, für hier war es jetzt, ist einfach geil, mit so hierher zu kommen. Dann haben wir natürlich auch die klassischen Sorten dabei. Wir haben das Bachs Hell dabei, wir haben ein Brotbier dabei, das Dawn of the Bread. Ein Brotbier? Ein Brotbier, genau. Das Dawn of the Bread ist das 15% der Malzschüttung wurden durch Brötchenrückläufer vom Bäcker ersetzt. Das heißt, der trocknet die, granuliert die. Wir haben die dann in die Maische eingebracht und haben das gebraut. Danach geht der Treber wiederum zurück zum Bäcker mit seinen Brotbestandteilen drin. Er bäckt das wieder ein ins Brot. Und irgendwie haben wir dann einen Kreislauf. Also ein Never-Ending Story, genau. Das ist eigentlich eine coole Sache. Die war ja, bin ich echt stolz darauf. Vor allen Dingen ist das so ein Ding, das schmeckt tatsächlich super gut. Die meisten denken so, boah, Brotbier, irgendwie, keine Ahnung, schmeckt komisch. Aber einfach super geil. Lässt sich sehr gut trinken. Also Stimme aus dem Off, ich hab's gerade getrunken. Schmeckt tatsächlich sehr lecker. Ja, was willst du jetzt auch anderes sagen? Ah, ich würde das sagen. Ja, ich weiß, du bist kritisch. Aber das ist cool, besser so wie anders. Genau, da haben wir auch unser normales Line-Up, also unser älteres Line-Up jetzt schon dabei. Und zwar ein Pilz, unser Spezial, das ist ein Export. Das haben wir extra für die Stadt Neunkirchen gebraut. Das hat sich so gut bewährt, dass wir gesagt haben, da bleiben wir dabei. Das ist einfach der Bierstil, der dieser Region früher einfach sehr viel getrunken wurde. Export. Export, genau. Ja.
Das finde ich super. Das Geile ist, das ist ein Rezept, was 1989 in der Schlossbrauerei Neunkirchen das letzte Mal gebraut wurde. Ich bin zufällig ans letzte Rezept gekommen, an letzten Brauprotokoll und habe den sozusagen interpretiert für uns. Also nachgebraut mit den heutigen zur Verfügung stehenden Malzen und Hopfen halt. Und ich glaube, das ist eine richtig geile Story. Und dann haben wir unser Cosmic Lager und das Moldosa IPA dabei. Ein schönes West Coast IPA, super trocken, hinten raus und extrem fruchtig. Cosmic Lager, kann ich sagen, gibt es in 3 Wochen oder in 4 Wochen in Trier beim Edeka Hauptenthal Tasting. Genau. Ausgezeichnet. Habt ihr letztes Jahr einen Preis gewonnen, gell? Ja, fürs Cosmic Lager haben wir einen Preis gewonnen. Das ist richtig, ja. Sehr, sehr schön. Aber man kann euch auch in Neunkirchen besuchen. Kann man, in der Brauerei. Wir bauen jetzt gerade eine neue Brauerei, eine Bier-Erlebniswelt mit dazu. Mit Tastingrühren. Mit allem. Alles, was dazu gehört. Warum war ich eigentlich noch nicht bei euch? Weil du irgendwie den Weg ins Saarland noch nicht gefunden hast, glaube ich. Daran wird es liegen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das muss man unbedingt ändern. Ja, gerne. Komm mal. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde mich auf jeden Fall durchs Sortiment 5 Dollar Milkshake. Pulp Fiction, gell? Genau, sehr gut. Ja. Cool. Ja, vielen Dank. Alles klar, viel Spaß.